Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ulvo. Ich bin jetzt in einem Höhlensystem. Letzten Mal haben wir durch einen Berg durchgegraben, der sehr weit in eine Richtung ging. Haben zwei nette Festungen gefunden und jetzt suche ich mich einfach mal kurz noch hier raus. Wir haben aber sehr viel Quarz und zweimal Diamanten und drei bekommen gefunden hier mit dem Dimensional Ores Mod. Sehr selten aber so in Höhen. Also ich sehe jetzt keine anderen Dimensional Ores. Also alle Vanilla Ores sehe ich nicht hier. Na gut. Dann haben wir scheinbar ja das meiste einfach Quarz und dieses betonierte Zinzinasite Ore. Aber vielleicht auch irgendwann mal einen Rohstoff zum ein Haus bauen. Ist mir aber ein bisschen zu goldig, zu prunkvoll. Weiß jetzt nicht, was ich daraus herstellen soll. Also welches Haus oder ja. Ja, jetzt müssen wir in der normalen Welt einfach eine Wüste finden und dann könnte ich dann schon mal etwas weiter bauen. Ein weiteres Projekt schon anfangen, wo wir auch sehr viel Vegetation brauchen. Oder eher ein Strand, weil die Vegetation da nicht braun und verdörrt aussieht. Das wäre eigentlich besser. Ja, am Westmeer könnte dann eigentlich etwas hingebaut werden. Muss nicht groß sein. Und sogar auf dem Meer und einfach irgendwie Sandboden machen. Natürlich fällt es runter, da müssen wir unten drunter nochmals etwas machen. Aber ich denke, das ist eigentlich optimal. Ja, ich werde sowieso etwas auch mit Booten, mit Schiffen und so machen. Den Menschen geht es ja nicht so gut, weil sie alle aus der Moderne kommen. Und jetzt auch so leben müssen, wie sie eigentlich noch nichts haben. Kein Strom, kein fließendes Wasser. Das muss alles dann wieder gemacht werden von NPCs. Das müssen wir erstellen für die NPCs. Aber da kommen wir sicher dann sehr gute Ideen. Ja, müssen wir einfach mehr bauen, aber das ist genau das, was Spaß macht. Wir können etwas bauen, wir haben die Ideen dadurch, dass wir sie brauchen. Können nicht einfach ein PC-Bildschirm irgendwo hinstellen, einen Computer nebendran. Ohne Strom geht nichts, die NPCs können dann nicht spielen. Können mit dem PC eigentlich gar nichts anfangen. Und genau das müssen wir für sie machen. So. Okay, wir sind nicht angekommen. Könnt ihr noch mehr Glowstone? Ja, die Reichweite von dem Kakteen ist ein bisschen größer, als es angezeigt wird. Diese unsichtbaren Walls, Arena, Trefferzone. Schon ein bisschen größer. Aber hier ist es optimal. Können wir viel Quarz sammeln. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir leider. Oh, jetzt haben wir aber viel Quarz. Jetzt müssen wir aber mal pausieren mit dem Quarz sammeln. Oder mit anderen Sachen sammeln. Glowstone. Ja. Quarz und Glow. So, dann gehen wir zurück. Da bräuchten wir stundenlange, bis wir wieder zurück sind. Teleportieren ist sehr praktisch. Dann kann ich euch gleich das Haus zeigen in dieser Folge, wie es sich weiter aufgebaut hat, selber, ohne mich. Aber zuerst mal.
Schön die nette Kiste völlig voll machen. 25 Diamanten haben wir noch. So. Also das Quarz, das war ja. Eins. Nein, genau. Die Fenster sind jetzt eins weiter oben. Dass hier ringsum Steinziegel sind. Sehr gut. So. Was ist denn? Es wird morgen, okay. Da ist noch ein Zombie. Das sind die Bäume im Grünherz. Ranken könnten wir sicher bald auch gebrauchen. Deshalb nehme ich von diesen Bäumen ein paar Ranken mit, die ich erreichen kann direkt. Es geht sehr lange, also sind große Bäume. Ja, es dauert gar nicht so lange, aber dennoch mit einer Diamantspitzhacke, Axt, die sehr gut ist, dauert das lange. So, dann mache ich den Boden weiter, habe wieder ein bisschen Holz. Und der Keller wird wahrscheinlich auch grün werden. Oder da könnte ich ja auch das Kirschholz oder so verwenden. Ja, ist ein bisschen schwieriger zu besorgen. Sieht mir auch nicht gerade so kellerartig aus. Ja, leider alles voll. Alles voll. Da können wir noch ein paar Sachen reinlegen. Gar nichts mehr Platz. Das nehme ich mit fürs Haus bauen. Die Ranken kann ich gleich hier reinlegen. Okay, ich habe die obere Kiste aufgemacht. Da haben wir auch noch Ranken. Ja, also nochmals eine nette Truhe. Sammle dann wieder Erze. Ich brauche Eisen eigentlich. Wir haben 43 Eisen noch. Also machen wir die zu. Haben wir irgendwo Kisten? So, 5 Kisten. Dann mache ich da eine hin. Da eine hin. Und die anderen tue ich einfach rein. Beispiel hier. So. Also nochmals Eisen gießen. Dein hab ich mittlerweile gut. Ja, schon zu Steinziegel gemacht. Und die Kisten kann ich noch hier rein tun. So, wollen wir mal ein Schwert verzaubern? Wir haben mehr als genug Level schon. 45, also könnten eigentlich gleich 2 machen, aber ja gut. Schauen wir mal an, ob wir Haltbarkeit drauf bekommen. Das ist das Wichtigste. Verbrennung. Schärfe und Verbrennung. Dankeschön, ey. Ja, wir haben genug Diamanten. Wir finden auch mehr Diamanten. Also ich sammle Diamanten. Dann direkt nochmals. Machen wir gleich immer 2. Das tut sich da nicht so gut. Auseinanderhalten. Die Steuerung ist ein bisschen, ja, sehr sensibel. Für mich ist es nicht gut.
Schärfe, Haltbarkeit und Verbrennung. So, nun können wir es zusammenkräften. Wir haben genug Level. Zu einem, ja, bestmöglichen Schwert. Würde 14. Und hier nur 4. Ist aber optimal gelungen. Ja gut, also brauchen wir das Eisenschwert nicht mehr. Erhaltbarkeit nicht mehr geht und Schärfe ja bei 4 ist. Können wir noch ein fünftes, also ein 5 machen. Aber Verbrennung würde dann eigentlich verschwendet sein. Ja. Ist nicht so gut. Gar nicht nach links gedrückt und trotzdem bin ich runtergefallen. Also das ist ein bisschen komisch steuerungstechnisch heute. Das ist Schärfe 4. Ich brauche also Schärfe 4 nochmals. Ja. Okay, es bringt gar nichts. Ja, ich brauche das Schwert eigentlich hier. So. Und Lapis Lazuli muss ich natürlich immer hier lassen. Gut, ja. Tombstone Soulbond ist eigentlich ja negativ, oder? Also wenn wir sterben, bleibt die Diamantaxt im Ding. Und wenn ich den Grabstein zerstöre, also er zerstört wird oder drin bleibt. Ah, der Grabstein wird gar nicht zerstört, der bleibt so, weil ich das Item ja nicht rausnehmen kann. Das ist negativ. Bei Seelengebunden heißt in den meisten Games, dass man es nicht mehr wegnehmen kann. Zum Beispiel bei World of Warcraft. Man kann es einfach nicht mehr jedem anderen geben, außer NPCs. Oder Account Bound heißt es dort eher. Aber es ist ja sozusagen nicht mehr Trade Bound spielen. Oder auch mit Charakteren, je nachdem, welches Game. Solo Sylphant. Also ich denke, Lianen brauche ich nicht mehr. Mossy Cobblestone und so müssen wir dann einfach dann direkt machen. Und nicht auf Lager halten schon. Ich werde jetzt aber nicht mehr Bäume fällen, nur noch den. Und immer dann, wenn ich brauche, auch fällen. Ja. So. Geht mir doch ein bisschen zu lange. Ja, ja. Wo haben wir jetzt das Holz getan? Wir hatten nochmals irgendwo Holz hingetan, oder? Haben wir das immer im Altar gehabt? Ja, ist schwer zu denken, wo ich es hingetan habe. Ja, hier haben wir direkt mal Gold. Die Rüstungen könnten wir hier rein tun, die Angeln sowieso. Die Angeln, das sind Angeln, die wir in Lava werfen, also, ja, zuwerfen können und Fische, Lavafische, die können wir zusammenkräften mal und dann dort, ja, ein paar nützliche Sachen rausangeln. Das werden wir vielleicht in einem der nächsten Parts machen. Ich bin gerade am Überlegen hier. So.
Sachen. So, die Kisten machen wir auch mal hier rein. Also ich brauche Quarzblöcke. Machen wir mal ein Stick. Ja, es sind 16, also 32. Dann haben wir hier auch noch Quarzblöcke. Die brauche ich. Und die crafte ich. Zu Bretter und macht den Boden und die Decke. So. Also mache ich alles Bretter, also ich tue die Bretter hier alle verwenden zum Bauen. Und danach mache ich die nächste Aufnahme. Für mich ist es morgen. Für euch ist es auch morgen. Okay. Bis dann. Tschüss.